Heute geht's in den Mech in Vox Machina auf der Oculus Quest 2. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ihr schaut vor Airbytes, ich bin's der Sascha und heute schaue ich für euch in Vox Machina. Das Spiel ist jetzt im Quest Store aufgeschlagen. Exklusiv wieder nur für die Quest 2, also Quest 1 User können es leider nicht spielen, für 29,99. Das Spiel ist Crossplay, das heißt, ihr könnt dann auch kostenlos die PC-Version, also die Rift-Version, anschließend euch runterladen und auch spielen. Ja, was ist es? Es ist ein Mech-Warrior-Spiel, wo ich gleich in einem großen Mech sitzen werde und dann stapfe ich da so durch die Gegend und muss dann so ja, andere Mechs abschießen, diverse Aufgaben erledigen, weil das Ding hat jetzt auch eine Kampagne. Vox Machina ist schon ein bisschen älter auf dem PC, dort hatte es nur Multiplayer und war im Early Access und jetzt wurde, wie gesagt, eine Kampagne hinzugefügt. Und in diese Kampagne schaue ich mal kurz für euch hinein, weil ich möchte euch ja im Vorfeld schon sagen, es ist ein größeres Spiel, es ist ein bisschen komplexer und für einen ersten Eindruck, ja, da kann ich euch leider nicht alles so vorzeigen. Deswegen jetzt erstmal ein Eindruck in die Kampagne, wie sieht der Mech aus, wie sieht die Grafik aus, wie steuert sich das Ding? Ja, Multiplayer habe ich dann leider nicht geschafft, aber wenn ihr das natürlich wünscht, schreibt das gerne in die Kommentare und dann schaue ich natürlich auch gerne nochmal in den Multiplayer. So, genug geschnackt und ich besteige jetzt mal den Mech und schaue mir das Ding mal für euch an. So Leute, los geht's und ich bin im Menü und wow, das sieht schon richtig cool aus, das gefällt mir. Oh, das bin ich, guck mal Leute. Schick, da ist sogar so ein Schmier drauf hier auf dem Bildschirm, also der hat so leichte Kratzer und so. Das sieht schon ganz, ganz cool aus, ne? Woher weiß denn der, dass ich jetzt den Mund bewege? Weil ich habe eigentlich das Mikro aus. Okay. Das kann man in die Hand nehmen. Das ist ja schon geil gemacht, ne? Kann ich hier auch was machen? Ne. Ja! Das ist Vox Machina. Okay, der Aufzug sieht jetzt nicht so toll aus. Und hier das Gerüst davon. Da sind die Texturen so ein bisschen, ja, nicht wirklich vorhanden. Das Licht da oben, das sieht wieder ganz cool aus. Also es variiert so ein bisschen von der Optik. Aber hier das Format, das sieht echt cool aus. So, wir haben Model, Taylor, Shorter, dann Headgear. Okay. So, ich meine das mal Model. Okay, Leute, Gott, das ist schon geil gemacht, ne? Was haben wir denn da? A. B. Okay, ah, ich brauche, glaube ich, nur das so drüber halten. Ah, dann tauscht er das. Dann nehmen wir das hier. Okay. Was ist das denn? Achso, dann werde ich größer und kleiner. Okay. Ich habe auch einen Körper und so, ne? Also sieht schon mal richtig cool aus. Das muss ich schon sagen, das hat was. Bisschen eckige Finger hier, ne? Okay. So, Awaiting Orders. Okay, was haben wir noch? Headgear, dann... Tanker, Wrangler... Ah ja, ich kann mir noch eine Mütze aussuchen. Okay. Space Tucker. Okay, das hier ist noch alles gesperrt. Ach, gib mal hier sowas. Das ist ganz cool. Ja, das war's, ne? Okay. Aber das, der hier die Lippen bewegt, wenn ich hier was erzähle, das finde ich, also das muss ja das Mikro aktiviert sein, das kann ja nicht anders. Ich hoffe, der nimmt das jetzt hier nicht mit auf, ne, das Mikro, weil ich ja auch, wie gesagt, aufnehme, aber werden wir dann sehen. Dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn gleich irgendwas hier nicht mehr synchron ist, ne, das ist einfach so, okay, dann. So, aber das Menü, das finde ich schon echt Brecher, also das ist echt schon ein Kracher. Und das hier vor mir, das sieht auch wirklich alles okay aus. So, es hat eine Kampagne, das ist neu, ja, auf dem PC. Multiplayer gibt es schon länger für den PC von Vox Machina, Credits und Quit. Okay, es gibt keine, kein Menü, ne? Also ich finde auf jeden Fall keins. Und deswegen würde ich sagen, wie ist es mir, Select A? Achso, ich kann das auch von Weitem, achso, okay. Also jetzt kann man auch A drücken, dann ist das auch okay. Und da kann man nichts machen, ne? Waiting Orders, kein Menü? Ne, hat man, ne, nichts passiert, nichts. Da unten sind sogar welche, sehe ich jetzt erst. Aber die bewegen sich nicht, ne? Die sind starr. Okay, der da hinten, der ist ein bisschen am Arbeiten, der muss was tun. Die anderen, die stehen da einfach nur rum. Der da hinten, der kriegt einen gleichen... Ah doch, jetzt bewegt er sich so ein bisschen. Also so ganz leicht Bewegung ist drin in den Figuren, jetzt nicht das meiste.
Das ist der Mech, ne? Okay, ich soll spielen, ich weiß. Aber ich bin gerade so ein bisschen fasziniert hier. Das sieht echt cool aus. So, Kampagne. Pilot Play Settings. Da haben wir Settings. Okay, guck mal, Leute. Da haben wir da was. So, Video. Nose on. Simulates a virtual nose. Improves VR Comfort and gives a small performance boost. Okay. Blinders? Brauche ich nicht. Disabled. Ne, mach mal aus hier. So. Calibration. Show once. Automatic. Show screen. Mach mal so, wie das hier ist. Hier. So, mach mal hier Cancel. Okay. Reset. Was ist das hier? Simulate. Ja, wieso kann ich das nicht machen? Achso, on, off. Okay. Hier, mach mal aus hier. Boah, ich brauche keine virtuelle Nase. So, B ist zurück. Dann haben wir Controller Mapping. So, Oculus Touch Left, Oculus Touch Right. Okay, was haben wir denn auf dem rechten? Spectate, Cockpit, Weapons, Movement, Jets. Was? Boah, Leute, das ist aber hier. Guck da, was ist das denn alle? Fire Group 1, Aim Up, Aim Right. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, Leute. Guck mal, was man da alles einstellen kann. Unmapped. Das ist alles unmapped, das gibt's alle gar nicht. Weiß nicht, ob man hier noch eine Tastatur oder was einstellen dran, anschließen kann. Bin jetzt gerade ein bisschen, ja, ist ein bisschen viel. Okay, ich lasse es einfach so. Dass, die werden sich schon was dabei gedacht. Ach so, das ist da oben. Das ist Controller Mapping, okay. So, Throttle Mode, Relative, Haptics, Aiming, Motion Controls, Change VR Motion Control Setting, Release, Grab. Boah, Leute, das sind mir alles ein bisschen viel jetzt hier am Anfang, ne, ganz ehrlich. Also da müsst ihr euch natürlich dann selber nachher reinfuchsen. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt so. Ich gehe mal davon aus, das ist einfach so eingestellt, wie man jetzt am besten spielen kann. So, Transition Speed Turn Mode. Smooth Turn natürlich, so. Mode, Teleport, Fade, Shift, Smooth, alles Smooth, Smooth ist geil. So, Turn Speed, Slowest. Ach, mach mal hier so Medium. So, Turn Mode, Smooth Turn. So, okay. So, habe ich glaube ich alles, ne? Audio hätten wir noch. Da könnt ihr auch noch ganz viel einstellen. Okay, Subtitles machen wir natürlich an. So, okay Leute, es ist eigentlich alles drin, aber Sprache kommt man nicht einstellen, ne? Dialog, Musik, Effects, Master, Reset Settings, nein. Okay, also Sprache könnt ihr nicht einstellen, das bleibt hier alles auf Englisch. Und ich glaube, an Einstellungen ist eine Menge drin. So, dann haben wir Pilot, den hatten wir schon. Settings hatten wir jetzt auch. Mission Select geht noch nicht, weil ich habe noch nichts gemacht. Und jetzt machen wir hier Play. So, jetzt geht's endlich los, ne? So. So, you're looking for a story, eh? Ja, genau, deswegen gucke ich rein. I've got a few of those under my belt. Okay. So, das sieht jetzt okay aus, sag ich mal. Also das ist so ein kleiner Break gegenüber dem Menü, was ich gerade gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind so kleine Striche hier zu sehen in diesem Ring hier von dem, was weiß ich, was das ist. Saturn ist es ja nicht. Und die Schrift hier, dieses Weiß auf Schwarz, das wirkt ein bisschen Indie-like, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber egal. Aber ich kann es gut lesen. Ne? Also da kann man nicht meckern. Es ist aber durchsichtig, ne? Guck mal Leute, wenn ich jetzt hier so den Kopf bewege, dann ist das nicht mehr weiß, die Schrift, ne? Ist so im Hintergrund von dem Planeten da. So, ich soll jetzt irgendwie auf Topaz, Fault Lines, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was ich wieder erzählt habe. Okay, Leute. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal gar nichts ergeben. Ihr habt gerade die Einstellungen gesehen für die Steuerung. Also man kann eine Menge machen. Und ob ich das jetzt alles in einem Video gleich erklären kann, das weiß ich. Es geht erstmal um das Feeling hier in dem Teil. Und okay, es fährt erstmal alleine. So, das Cockpit selber, das sieht cool aus, das gefällt mir wohl. Aber hier an den Seiten, das ist dann doch sehr matschig. Also von den Texturen her, wenn man das Texturen nennen darf. So, das hier kann man super lesen. Standby for launch und so, ne? Er hat irgendwas erzählt, ich habe nicht zugehört.
Primary Weapons oder was weiß ich was das ist. Hier ist so ein Hebel. Es ist also grafisch sehr gemischt, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt. Okay, ich kann hier sogar mit dem Kopf zielen. Guck mal, Leute. Da habe ich so ein Fadenkreuz. Okay, aber das sieht schon... Es hat was. Auf jeden Fall. So. Was darf ich jetzt machen? Erzähl mal. Okay, guck mal, selbst hier, es bewegt sich hier, ne? Die Waffen hier vor mir. Okay. Ja, gerne. So, du, willst du, ja, ja, ja. Okay, das finde ich auch geil gemacht. Dann machen wir hier. Aber es sieht schon cool aus. Es hat was, auf jeden Fall, Leute. We will proceed to the rock. Okay. The demolition location has been placed on okay, hier ist ein Radar. Es wirkt am Anfang alles ein bisschen sehr viel, ne? Und ein bisschen überladen. Okay, also der weiße Kreis sagt mir, wo ich hin muss. Aha. Okay, also hier steht, was ich als nächstes machen soll. Da steht erstmal gar nichts. Was? Ach, das Ding, okay. Okay, damit kann ich jetzt drehen. Geht also mit dem normalen Stick hier ohne? Ich guck mal. Nee, also es ist virtuelle Steuerung eingestellt, okay. So, jetzt kann ich das drehen. Seht ihr hier auch auf dem Radar? Ne, ich drehe jetzt diesen ganzen Mech. Das läuft eigentlich flüssig, muss ich sagen. Also mir fällt jetzt hier nicht so auf, dass hier irgendwas ruckelt oder so. We are in the right direction. Okay. This is your throttle. Grab the throttle and move it forwards or backwards to control your speed while moving on the ground. Okay. Move toward the unstable rock now. Jetzt bin ich auf 1. Guck mal, Leute, jetzt läuft das Ding. Und 4 ist, glaube ich, höchste, ne? Okay, boom, boom. Und so können wir dann... Und auch dabei drehen, ne? Jetzt kann ich wieder ein bisschen langsamer werden. Okay. Bin ich angekommen. Ist gut. Aber ich brauche den gar nicht die ganze Zeit festhalten. Ich brauche halt nur einmal hier so, ne? Gas geben. Okay, bleib mal stehen. So, ich soll ja jetzt irgendwie da hier auf diesen weißen Punkt hier, ne? Da soll ich ja hin. Okay. Also muss ich jetzt nach vorne, ne? Also das Gefühl ist schon cool. Also das muss ich sagen, auf jeden Fall. So. Du musst bestimmt den dicken Stein da abschießen. So. Ich bin noch da. Ja, habe ich geschafft. Ich bin ein Stück gelaufen, ohne dass das Ding zusammenbricht. Okay. Den muss ich jetzt kaputt machen, ne? Okay. Okay, hier sind meine Mining Tools und auch meine Waffen. Okay, ich habe die G1, was immer das ist. Okay, also ich muss jetzt hier mit dem Kopf natürlich zielen, ne? Das seht ihr? Okay, der Strahl sieht jetzt nicht super toll aus. Okay, habt ihr gesehen, ne? Da kam dann so, ne? Die werden dann zu heiß. Okay. Okay, man soll... Okay. Was soll ich jetzt? 16 Stunden arbeiten? Okay. This is Frank, Horizon Security Commander. Hi. I see you're back from getting your AI body fitted. Ja, ich dreh mich mal. Hopefully the post-installation brain fog hasn't hit you too hard, because I need you to check on our delivery driver. Der Rottenstein. He hasn't arrived with his shipment yet, so. And he might have gotten stuck somewhere. It's on the way to your mining station. Okay. Missing shipment could mean a loss in company profit, which means. Ich muss jetzt da wahrscheinlich hin, ne? The location of Joy is on your radar. Get there immediately and locate the missing shipment. Ja, mach ich. Also das Gefühl ist schon geil. Guck mal, auch hier mit dem Schlüssel, der hier wackelt, ne? Aber man... Na, guck mal. Was habe ich gemacht?
Okay, man kann das Ding auch starten, Leute. Kann ich das hier auch hochklappen? Okay. Hat was, ne? Was ist das? Okay, was kann man hiermit bewegen, ne? Ja, ist ja gut. Ich mache ja schon. Ist ja am Schimpfen. Soll hier nicht so eine so ein Krimskrams machen. Okay, los, gib Gas. Ey. Also ich finde das immer ein bisschen schwer mit virtuellen Joysticks, weil dann irgendwann der Arm so lahm wird, ne? Okay, ich laufe. Da oben blinkt ein Dreieck, ne? Das könnte das sein, ja? Aber sehr langsam das Ding, ne? Aber es ist irgendwie cool. Da hinten hat gerade so ein Berg ein bisschen geklippt. So. Ja, die Karre sieht da jetzt auch nicht so mega toll aus. Was soll ich machen? Jetzt drauf schießen oder was? Ich kann nicht mehr schießen. Geht nicht mehr. Ist kaputt. Was soll ich? Das hier? Was ist das denn? Also okay. Aber da fehlt ja irgendwie die Hälfte, Leute. Jetzt wird das Spiel langsam komisch. Guck mal, bis wohin ich das hier ziehen kann. Also da ist noch... Boom. Das ist was kaputt, ne? Also das darf eigentlich so nicht. Also das... Hey, Pilot. Ja, was denn? Listen, I have reports your partner Donnie has been causing some trouble. Okay. Would you mind checking on him? Ja, mach ich. Ich geh da mal hin. Okay. Also wie gesagt, es lässt mich gerade so ein bisschen zwiespältig zurück. Also es ist echt cool, das muss ich sagen. Ja, da kann ich echt nichts sagen. Aber es sind hier so klitzekleine Sachen drin, ne? Wie hier zum Beispiel die Hupe. Die sich anhört wie ein Klavier übrigens. Das kann man hier bestimmt auch umstellen, dass man hier mit Stick spielen kann. Ist natürlich dann chill für die Immersion. Die Immersion ist natürlich geiler, wenn man hier wirklich die virtuellen Sticks benutzt, ne? Was ist das? Was habe ich gemacht? Achso, das war Jetpack. Ja, ich wollte mal hoch hinaus, Leute. Continue from last checkpoint. Ja, shit. Ich habe mir sowas schon gedacht. Was denn von vorne? Seid ihr bescheuert oder was? Ich nehme das hier auf für meine Zuschauer. Jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Was sind das denn hier für Checkpoints? Ach Leute, das tut mir aber jetzt leid. Kann ich das auch hier drin machen? Nee. Ja, ich weiß, ich muss hier mal in alle Hebel ziehen, wo ich eigentlich nicht dran soll, ne? Da ist übrigens mein Tank, aber ich mache das Tutorial jetzt natürlich nicht mehr. Und wir rennen jetzt mal sofort los und machen hier den ne? So, Multiplayer hat das Ding auch. Ich muss jetzt irgendwas erzählen, Leute. Ich muss ja irgendwie die Zeit hier wieder vollkriegen. Ja, ich bin ehrlich, ne? Das wisst ihr. Ich bin immer ehrlich zu euch. Und, ja, aber das hier ist natürlich echt ein bisschen komisch, ne? Also, dass hier was fehlt, ne? Das ist echt... Aber egal. So, ich brauche kein Tutorial. Gib einfach Gas. Ich weiß, wie es geht. Komm, zack, zack, zack. Lauf. Geht nicht. Nein! Brauche ich nicht mehr. Komm, mach. Ich muss den da hinten aufwecken, das weiß ich. Und nicht an diesen Hebel ziehen. Nein, möchte ich nicht. Nee, möchte ich nicht. So, no. Okay. So, das kennen wir schon, ne? Muss jetzt meine 16 Stunden Schicht hier machen. Ja, schneller geht das Ding leider nicht. So. Ja, alles gut. Hopefully the post installation brain fog hasn't hit you too hard, because I need you to check on our delivery driver, Joe. Okay, das ist rot, ne? Das funktioniert das irgendwie nicht, ne? And he might have gotten stuck somewhere. It's on the way to your mining station. Ja, ist aber sehr, sehr langsam das Ding hier, ne? Was da vorne ist, das weiß ich auch nicht, ne? Das, was sich da so bewegt. Bitte? Ja, ich weiß, ich muss hier hupen.
Hier, komm mal hier, Gas hier, komm. Muss die Zeit aufholen. Hallo. Okay. Wird der jetzt los? Ich habe die neue Mission noch nicht. Oh, muss ich den echt nochmal aufwecken hier? Ja, komm. Ja, hallo. Der ist noch einmal am Pennen und schon am Fahren. Also irgendwie, ne? Ja, komm, Gas hier. Genau, Safety first. Also Safety hier nicht an den Dingen jetzt ziehen. Also ihr seht, wie der da so ein bisschen komisch fährt, ne? Also, wie gesagt, hatte ich gerade an dieser Stelle auch gesagt hier, ne? Also es lässt mich so, ja nicht 50-50 zurück. Das ist schon gemein. Die Räder sind übrigens eckig. Und, das ist ein Totenkopf, ne? Kann das sein? Hier auf dem Radar meine ich. Ja, und es sind wirklich ein paar Sachen drin, die nicht ganz cool sind. Aber wir reden natürlich immer noch vom mobilen Headset, von der Oculus Quest 2. Und dafür ist es schon cool, also das muss ich schon sagen. So. Da oben ist es irgendwo, ne? Hier ist, glaube ich, mein ganzer Märchen, ne? Die ganze Ausrüstung, tralala, und mein Schild und Reparaturzustand. Hier kann man vielleicht. Ich drücke irgendwo mal drauf rum. Komm, Leute, ich lasse es besser. So. Cool finde ich, wie gesagt, wirklich die Campaign. Ja, ich weiß. Und auf dem PC war es, wie gesagt, bis jetzt immer nur Multiplayer und die Kampagne ist jetzt neu dazugekommen. Und das finde ich echt geil, dass man erstmal so kampagnentechnisch ein bisschen selber spielen kann, Gefühl für die Mechs bekommen kann, bevor man überhaupt in den Multiplayer reingeht. Weißt du, kommst du hier nicht hoch oder was? Mein Gott, bist du langsam. Ja, das da ist er doch. Wollen wir wieder hupen? So. Finally decided to show up. My tardy mining partner. Ja, klar, ich bin dein Mining Partner. Hier. Thanks to you. Please be more careful with your laser. Was denn? Ich hab doch nichts gemacht. Ach Quatsch. So, was soll man jetzt machen? Ups. Ja, ups. Wieso ist denn der viel schneller wie ich? But he totally deserved it. You saw how annoying that driver was. Okay. He was telling me how to do my job. So. You would have done the same thing. Da ist eine Menge los, ne? Da sind eine Menge Zeichen. With all these people who disrespect me. I have a right to blow up things that annoy me. Okay, der ist ja auch am aufregen. Who is boss? Okay. The security commander has been informed of this incident. What in the blazes is Donnie doing? Is he attacking the refining station? It sieht so aus, ja. Okay, I'm not really supposed to do this, but I've given you authorization to operate a laser. Okay, ich darf jetzt hier rumknallen. Use it to destroy one of Donnie's arms. Okay. Kann ich jetzt schon Gas geben hier? Get closer to Donnie, pilot. The laser is less effective at long ranges. Okay. Soll ich mit so einem Arm ab ballern? Bleib mal stehen hier, sonst kann ich nicht zielen. Hallo? Pilot, Donnie is still attacking the base. Can you try shooting his arm off so we can survive, please? Ich bin ja dabei. Ich schieße auf die Arme. Da passiert nichts. Ja, was denn? Ach so, ich habe mich selber gesprengt. Okay. Donnie is now slightly hindered. I've disabled your weapon, so just keep following him while I think of something.
never wanted this stupid job to begin with. I'm only here because I have to do mandatory community service. Apparently, ejecting someone out of an airlock is considered murder. Will ich den jetzt fangen? Ich fange ihn nicht. Completely correct. Pilot, keep an eye on him. Make sure it doesn't cause any more property damage. Okay. Don't worry, we'll have corporate sort him out when he's done his rampage. Ich habe keine Ahnung. Frank, you're next. Das sieht schon ein bisschen komisch aus, wie die Mächte vor mir laufen, das muss ich auch sagen. Aber das Gefühl hier im Cockpit, das ist echt toll. I'm gonna make you watch as I drink all of your precious imported tea. Also drauf schießen darf ich nicht, kann ich nicht. Also das ist hier wirklich vom Spiel vorgegeben in der Kampagne. We'll use your location as a beacon for security. I've sent in trucks to back you up, pilot. Was macht denn der da? For the love of the minimum wage workers, Donny. Der knallt hier alles weg. So, das Auto, das schwebt da ein bisschen in der Luft. Seht ihr das? Das sind so die Sachen, wo ich hier sage, dass, ja, es ist nicht perfekt, das Spiel, ne? Also, es sind so ein paar Sachen, die mir so ein bisschen missfallen. Was macht er jetzt? Hallo? Ich will auch da hoch. Okay. Would you like to have a detailed explanation on using the jump jet? Ja, das müsste ich wissen, weil ich habe keine Ahnung. Ja, machen wir hier, Lauren. Affirmative. In order to perform a jump, your grinder requires fuel. Okay. Da ist mein Sprit, ne? Okay, also man braucht immer Sprit, um zu hüpfen. Was denn? Grab the jump stick and pull up to use your jump jets to fly upwards. Grab the jump stick and move it around to move forward, backward and side to side. Okay. Use your jump jets to follow. Hey man! Hallo! Not like I meant to kill those people. It was an accident. Okay, also jetzt ist mein Fuel alle. Und hallo? Das ist aber jetzt gar nicht so einfach hier. Wo bin ich denn? Achso, ich muss ja hier so kippen, ne? So, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's, okay. Everyone makes mistakes. Aber man muss nur so rechts, links, ne? Ich hab den Fehler gemacht, ich wollte immer so richtig lenken, okay. Dann ist man natürlich schneller unterwegs mit diesen Trustern. Das dauert ein bisschen, bis ich das wieder auffülle. Seht ihr das? Ich hab gar nichts hier mitbekommen, um was es hier geht, weil ich bin voll noch mit der Steuerung hier zugange. Well, was worth a shot. Okay. Auch hier der Untergrund sieht jetzt auch nicht so mega aus, ne? Hey there, Miner. Thanks for the help, but I'll take it from here. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen schneller. Aber das ist echt nicht viel, was ihr da machen könnt mit dem Tank. Oh Leute, ihr merkt, ich bin hier ein bisschen überfordert, ne? Also es ist wirklich sehr viel auf einmal. Okay, die... Darf ich auch? Ne. Ich darf wieder nur zugucken. Okay. Ich komm mal mit. Was immer ihr da macht. Was macht denn der da? Okay, den hat zerlegt, ne? Security officer. Pilot, I've activated your full range of weaponry. Blast Donny into orbit. Don't listen to anything Frank says. Ja, dann mach doch mal hier anders Ding. Hey, I told you not to listen to him. I'm warning you. So. Was denn? Ich gebe alles. Ach so, ich darf ja nie, dass du das nicht überhitzt, ne? Genau, da war was. Okay. Also immer wenn es piept, bisschen aufpassen, er kann mir nichts mehr. Was denn?
Bison didn't even trust you with the weapon until now. They must be desperate. Okay, ich hab's. Ich hab ihn, ne? Ey, der fällt auf mich drauf hier. You stopped on his rampage. Ja. Kann man die auch so kloppen? Das geht doch auch, ne? Irgendwie. Unfortunately, union regulations require you to get debriefed after fighting your coworkers. Okay, lauf mal. Make your way to Cassiar Base. Okay, wenn man da drüber laufen will, dann passiert das hier. Security team has docked their dropship there, and someone on board will be able to okay. debrief you. Soll ich hin? Weiß ich nicht. I know, it's a drag, but regulations are regulations. Okay. Ich hab nichts verstanden, bin ich ganz ehrlich. So, und jetzt? Also ich würde es mir gerne mal auf dem PC anschauen. Es ist übrigens Crossbuy, ne? Könnt ihr dann auch auf PC spielen, also die Rift-Version euch kostenlos runterladen. Wo soll ich hin? Das Ding da oder was? Wahrscheinlich, ne? Bin falsch unterwegs, Leute. Da ist irgendwie, da ist der Kreis, genau, so. Immer hier Gas. Ja. Also mit der Steuerung, das müsst ihr echt nicht so hinbekommen. Das ist ja eigentlich nur links und rechts. Links und rechts, ne? So, einmal mal hier ein bisschen springen. Also ein bisschen schneller vorankommen. So, da soll ich hin. Da ist das Dreieck. Also ihr merkt schon, also für viele Videos oder für viel Inhalt braucht es einige Videos, ne? Also ich bin, glaube ich, jetzt hier bestimmt schon wieder 20 Minuten unterwegs, was eigentlich meine Videozeit ist. Und ja, das war dann so praktisch schon der erste Eindruck, ne? So, ich kann nicht mehr, ich sprit es alle. So, ein bisschen Geduld muss man haben. Das Ding ist echt nicht das Schnellste. Aber hier so der Boden und so, also ihr seht schon, das sieht nicht wirklich super toll aus, ne? Also... ja, also man muss schon ein Auge zudrücken hier bei der Optik. Okay, soll ich da drauf oder? Das macht er nicht. Das macht er automatisch, okay. Glaube ich. Naja. Gut, das geht automatisch. Und jetzt geht's wieder hinab in die Garage. Und hab die erste Mission dann geschafft. Return to Hangar Hold Button, hä? Achso, das ist nur hier, ne? Dann kann ich mal gucken, was ich machen muss. Das kann man eigentlich auch hier hinziehen. Wenn man möchte. Oder so. Guck mal, könnt ihr euch sogar einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet hier mit dem Radar. Hier der Boden, der flimmert jetzt so ein bisschen, ne? Ein bisschen ist gut. Ein bisschen arg. Ja, wie gesagt, wir reden hier vom mobilen Headset. Das ist ganz, ganz klar. Und ich glaube, mehr wäre hier auch echt nicht mehr drin gewesen. Deswegen interessiert mich echt mega die PC-Version. So, jetzt geht's nach oben. Auch das ist ein cooler Moment, muss ich sagen. Ja. So. Clocking out, was immer das heißt, ne? So. Weiß ich, nächstes Kapitel oder... okay. Jetzt ist es... abgestürzt. Es ist abgestürzt, Leute. Okay. So, ich versuche natürlich jetzt nochmal, okay, das zu starten. Wir gucken, was passiert. So. Gehört dazu, ne? Also wie gesagt, ich verschönige hier nichts und ja, alles gut. Ich will weiterspielen. So, Vox Machina, Campaign, Play, Continue. So, ich hoffe, er hat es gespeichert. Tatsächlich. So, das sah gerade so aus, als wenn ich jetzt selber laufen kann, hier in dem Raumschiff oder was immer das war, hier, Blocking Out. Gucken, ob er wieder abstürzt. Wenn er wieder abstürzt, ist ein Fehler im Spiel, Leute, dann ist das so, ne? Bin gespannt, was jetzt passiert. A word pilot? Okay, jetzt funktioniert's. Press A to engage in conversation. Okay. Welcome on board the conference. Ja, hi. So, ich kann mich hier tatsächlich bewegen.
You can just call me Nebaru. Okay. Your introduction has been acknowledged. Oh, die Figur sieht sogar okay aus, sag ich mal. Okay. My name is Blue. Nice to meet you, Blue. Was? Wieso bin ich Blue? This meeting is preventing my pilot from meeting the daily okay, okay, okay. Können wir weiter? Ich bin neugierig. Well, Frank has informed me that you could be injured from your battle with Donnie. Ja, ja, ich erzähle euch alles. Regulations, all non-security employees must be inspected by a doctor okay. after engaging in combat. Unfortunately, we are short-staffed. Guck mal, das ist ein Fressautomat. Wieso ist denn der kaputt? Mach mal den Fressautomat fertig, ich hab Hunger. The vending machine, so we cannot have them medically examine you. We will have to compromise. I know this doesn't appear to be a good alternative, but guck mal, glaub ich. The insistence of our captain. Ja, ich habe keine Lust hier auf großartig schnacken. Introduce yourself to the security crew. Mach ich. They will observe to see if you're exhibiting any memory loss, blurry vision, or loss of motor function. Können wir woanders hingehen? If you pass their observations, ist das? They will stamp your card. Okay, so Kompetenz. Fill out your stamp card, come back to me, and I'll brief you. Ja, jetzt geh doch mal aus dem Weg. Good luck. Ja, danke. Ich habe aber gar nicht zugehört. So, jetzt kann ich hier ganz normal laufen. Können wir uns die mal anschauen, die näher. Guck mal, ich kann da reingucken in die Leute. In den Hals kann ich hier gucken. Boah, guck mal, Leute, ich kann hier sogar ganz reinschauen. Okay. Also ihr seht, es sind so ein paar Sachen drin, die... Ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Es wirkt... Okay. Aber es ist cool, hier drin rumzulaufen, ne? Nur gerade leider einmal abgestürzt. Kann man da hoch? Guck mal, das ist eine Leiter. Was natürlich jetzt ein bisschen blöde ist... Man spielt das ja eigentlich im Sitzen wegen dem Mech. Okay, ich kann hier nicht hoch. Oder ist das mit Trigger? Nein. Und jetzt laufe ich natürlich hier rum. Jetzt ist natürlich eine Geschichte, entweder spiele ich es im Sitzen wegen der Immersion wegen dem Mech. Oder eben ich spiele es im Stehen wegen der Immersion hier in dieser Basis. Ne? Also so wie ihr gerne möchtet. Ja, der wollte mir gerade zeigen, wo ich hin soll. Ich habe es vergessen. Habe ich hier auch irgendwie so ein Ding? Wo muss ich hin? Sag nochmal. Hallo? I have scheduled you to work overnight to make up for your mining losses. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. So, ich kann... Talk to the chef. Okay. Ah, ich soll mir was zu essen holen. Hi, ich habe Hunger. I do not recognize you. You must be the guest that never mentioned. Okay. Jetzt kommt hier ganz schön viel Gequassel, ne? Yes. Aber das finde ich cool irgendwie. Ah. You have an AI buddy. Okay. I'm Chef Yasuhiro Kita. Ja, hallo Yasuhiro Kita. Ich hab Hunger. Du musst hier nichts von mir testen. Ich will was essen, ey. No questions to determine if you are suffering from any head injuries. First question. Do you have a shellfish allergy? Habe ich noch nie gegessen. Achso, guck mal da. Ja, nein. Ne. All right. How about nuts? Do you have a treat? Oh, gib mir doch einfach was zu essen, ey, du... Boah, ey. Interesting. How do you fare with dairy? Boah, Leute. Mich hat noch kein Mensch gefragt an irgendeinem Frittenrench, ob ich irgendeine Allergie zu irgendwas habe. Gib einfach her, ey. Was? Uranium? Kenne ich nicht. Mach mal hier so. Reflex-Test. Dodge the knife. That was a joke. Ja, danke. Haha. Ha. Do you have a sensitivity to gluten? Kann ich hier wieder raus? Nein, komm, jetzt gib was zu essen. Results of your survey. It appears as if your memory is in good working order. Ja, schön. Your reflexes need work. I will stamp your card. Now, unless you would like a meal, be on your way. Ja, ich möchte gerne was zu essen. Will ich das jetzt hier mitnehmen? Was war das denn? Und jetzt? Ja, jetzt krieg ich nichts zu futtern oder was? So eine Pappkarte oder was? Okay, hier ist sogar so ein Glanz drauf und sowas. Aber alles, was so glänzt, das flimmert hier auch sehr. Ja, man merkt also, dass es flimmert. Kann ich mich hinsetzen? Tatsächlich. Aber das, ich kann nichts machen. Ich kann mich am Tisch festhalten. Das war's auch. Und jetzt? Achso, B drücken, komme ich wieder weg. Okay, A und B. Was soll ich jetzt machen?
Are you here to examine the menu? Okay. Ja, klar. Today's special menu features hull roach exoskeletons. Ja, mach mal hier fertig, was zu essen. In carbon-based powder. Ja, möchte ich. Right from the surface of topaz itself. Man kann es, glaube ich, auch nicht wegdrücken oder was, ne? So. I suspected you had discerning taste. Here you go. Okay, man kann es mit B. Man kann es mit B wegdrücken. Exoskeletons. Enjoy. Okay, jetzt habe ich was zu essen. Da musst du mich verkackeiern oder was? Was soll ich denn damit? Was war das denn? Ey. Please enjoy my special. I aim to provide. Ja, ich kann's nicht nehmen. Enjoy. Soll ich mir einen Kopf da rein oder was? Elsewhere. Ach, weißt du was, ey? Dann behalt doch den Kram. Die isst auch nix. Ja gut, Leute, ich glaube, das reicht erstmal für den ersten Eindruck. Mehr ist es ja auch nicht, dieses Video. Guck mal, hier kann ich irgendwas gucken. Okay. Hier sind irgendwelche Turbinen. Ah, da ist auch wieder einer zum Quacken. Ja, Leute, hier nimmt man dann wahrscheinlich die Mission an. Hier wird die Story ein bisschen vorangetrieben. Und das finde ich auch super. Das ist okay. Ne? Also wie gesagt, optisch variiert das so ein bisschen. Ne? Also alles, was jetzt hier so glänzt im Hintergrund, das ist unheimlich am Flimmern so ein bisschen. Also das sticht dann auch wirklich raus und macht auch irgendwie so ein bisschen ja, die Optik kaputt. Ne? Obwohl das hier eigentlich okay war, dass man hier so einen Glanz erzeugen wollte. Wenn ich nah dran bin, so wie jetzt, dann ist das cool. Und wenn ich weiter weg bin, so wie jetzt, und der Fußboden, dann flimmert das alles. Ne? Also schade eigentlich. Ne? Aber es ist sehr groß hier. Es gibt hier einiges zu entdecken. Das finde ich cool. Also wenn man auf so ein Schiff rumlaufen kann, um halt ja, die Storys zu erfahren, die Missionen mitzunehmen. Das finde ich wirklich cool. Das Gefühl im Mech war auch cool. Und ja, aber ich glaube, hier ist die Quest wirklich an ihrem Limit, um das alles darzustellen. Also irgendwo ziehe ich so ein bisschen meinen Hut, was die hier wirklich auf das mobile Headset gezaubert haben. Andersrum hätte ich das ein oder andere vielleicht anders gelöst. Wirklich, wie gesagt, dann auf diesen Glanz verzichtet, damit das echt nicht so viel flimmert, weil das echt ein bisschen was kaputt macht, muss ich sagen, ne? Ja, okay, ich würde sagen, wenn ihr natürlich möchtet, dass ich weiterspiele, dass ich noch ein paar Gefechte ausführe, in den Multiplayer reinschaue und so weiter, dann schreibt das natürlich gerne in die Kommentare. Eine Anfrage, ob ich das mal mit der PC-Version vergleichen kann, habe ich schon bekommen. Ich werde also mal zusehen, dass ich ziemlich zeitnah auch mal in die PC-Version reinschaue. Ich mache gerade so ein bisschen Zeitziehen noch für euch, während ich hier erzähle. Und mal gucken, ob das wirklich auf dem PC noch mal eine Ecke runder und knackiger aussieht und dadurch vielleicht auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Spaß entwickeln kann. Weil, wie gesagt, Spaß ist okay. Also es kommt wohl rüber, wie gesagt. Es ist ein bisschen schwieriger Titel diesmal für mich. Aber es überwiegt dann doch mehr, dass ich den Hut davor ziehe, was die hier auf so ein mobiles Headset gezaubert haben. Ganz ehrlich, ja. Das Spiel ist noch jung. Es gibt wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Update, gar keine Frage. Und ja, aber ich würde sagen, ich bin jetzt eh schon fast am Fazit quasi, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal beim Fazit, Leute. Und wie gesagt, wenn ihr möchtet, dass ich das weiterspiele, dann immer in die Kommentare. Dann gleich bis zum Fazit, Leute. Ja, ich hatte im Video schon öfters erwähnt, dass mich das Spiel so ein bisschen zwiespältig zurücklässt. Ja, warum habe ich euch gezeigt? Das war einmal wegen diesem Hebel, den ich ziehen konnte, diese Hupe, da fehlte dann das ganze Seil. Ich konnte die Hupe sogar bis hier unten ziehen, wenn ich wollte. Die Texturen vom Boden sahen nicht so toll aus. Alles, was glänzt, flimmert ein wenig auf der Quest. Aber es ist ein mobiles Headset und dafür, dass man da so eine größere Welt erschaffen hat, muss ich dann aber auch wieder den Hut ziehen, hatte ich auch im Video gesagt. Also deswegen sehr, sehr zwiespältig. Aber das eine oder andere, das wirkt noch nicht so ganz rund. Das habt ihr vielleicht auch im Video gesehen. Vielleicht kann man das noch später so via Update ein bisschen verfeinern, so ein bisschen Feintuning machen. Also das kommt mir echt so ein bisschen vor, als wenn das Feintuning noch so ein bisschen fehlt. Was sehr, sehr cool gelöst worden ist, ist die Story selber, wie die erzählt wird. Nämlich in diesem Raumschiff oder wo immer ich da bin, in dieser Basis, wo ich selber rumlaufen kann. Das hat mich so ein bisschen an das alte Wing Commander erinnert. Da konnte ich zwar nicht rumlaufen, aber da wurde die Story auch an Bord des Raumschiffes so weitererzählt, indem man sich mit den ganzen anderen Charakteren unterhalten hat.
Das hier scheint genauso zu sein, nur dass ich halt selber rumlaufen kann, mir das Ganze anschauen kann, verschiedene Charaktere ansprechen kann und so wird dann die Story fortgeführt. Das finde ich sehr, sehr cool gelöst, gerade in VR. Ist natürlich besser wie so eine 2D-Kinoleinwand vor allem, wo dann so etwas ja ansonsten erzählt wird. Im Mech selber, das sah auch sehr, sehr cool aus, also im Cockpit selber, wo ich da gesessen habe, das war auch alles sehr, sehr cool. Ich kann alles gut bedienen. Wie gesagt, den einen Hebel, ich wollte immer richtig lenken, muss man gar nicht. Man muss einfach nur links oder rechts. Was ich dann auch sehr cool finde, dass man die Geschwindigkeit festhalten kann. Also Stufe 1 bis 4, einfach auf 4, dann ist das Ding dann am schnellsten, aber trotzdem immer noch langsam. Dann könnt ihr die Hand loslassen und braucht eigentlich nur noch rechts und links zu lenken. Die Waffe wird mit dem Kopf gesteuert und dann per Trigger abgeschossen. Und das war jetzt nur so ein Laserstrahl. Ihr werdet wahrscheinlich, und da gehe ich ganz, ganz fest von aus, im späteren Spielverlauf noch viel, viel mehr Waffen haben, Raketen und so weiter. Weil im Kern ist es natürlich auch noch ein Multiplayer-Shooter, was es ja immer mal vorher war. Die Kampagne, wie gesagt, ist jetzt neu dazugekommen. Ja, wie gesagt, in den Multiplayer werde ich natürlich auch noch mal reinloopen, wenn ihr das gerne möchtet. Schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Und ich wurde schon angesprochen, kannst du dir auch die PC-Version angucken, weil es ist ja Cross-Buy. Werde ich natürlich tun und dann bin ich gespannt, was sich da optisch noch tut, weil ich finde, ja, das kann ich mir schon in schick vorstellen, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse, weil es sah ja jetzt wirklich nicht ja, unschön aus auf der Quest 2. Nur man hat halt gemerkt, das Ding läuft am Limit. Also ich glaube, da wäre echt nicht mehr drin gewesen und dafür sieht es dann wieder irgendwie cool aus. Also es hat wirklich was von der Atmosphäre. Nur bei der Grafik, wie gesagt, müsst ihr echt ein Auge zudrücken und die ein oder andere matschige Textur einfach in Kauf nehmen. Wie gesagt, dieses Geflimmer, das wäre ganz schön, wenn man das irgendwie abstellen könnte. Zur Not wirklich diese ganzen Glanzeffekte rausnehmen, damit das Ganze wieder so ein bisschen einheitlich wirkt. Ja, also das ist wirklich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen rausgerissen aus der Immersion, weil das wirklich immer sehr ins Auge gestochen ist. Ja, unterm Strich bekommt man aber einen soliden Mech-Shooter auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt noch keinen besseren gesehen auf der Quest, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Story, die fühlt sich wirklich ja groß an. Also ich glaube, da kommt eine Menge. Es kann natürlich täuschen, weil ich weiß nicht, wie lange sie ist. Aber so das erste Gefühl, was ich so hatte, ist so, da könnte sich eine großartige Story hinter verbergen. Man möchte die Charaktere kennenlernen und so weiter. Also das ist wirklich schon sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja, dann wie gesagt, würde ich mich natürlich jetzt mega über ein Däumchen freuen, weil es war ein kurzer Einblick in dieses Spiel, weil es mein erster Eindruck war. Also wie gesagt, es ist noch sehr, sehr viel drin, ja, auch steuerungsoptionstechnisch. Ihr habt das gesehen, das war total überladen in meinen Augen. Also da könnt ihr euch alles einstellen, wie ihr das gerne so möchtet. Und ich habe natürlich jetzt erstmal nur die Standardfunktion gezeigt und auch benutzt. Ja, dann wie gesagt, eure Kommentare, eure Meinung zu diesem Spiel. Ist es das, was ihr erwartet habt? Seid ihr enttäuscht? Das alles interessiert mich natürlich und die Community natürlich auch. Und deshalb nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion von diesem Video. Alle Kommentare werden natürlich von mir gelesen und natürlich auch beantwortet. Ihr wollt keine Videos mehr in Zukunft verpassen und ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, ja, dann macht es doch gerne jetzt einmal hier Abo-Button und das Glöckchen drücken und schon bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Dann ganz zum Schluss wie immer mein Discord-Server mit derzeit über 280 VR-Usern. Stoßt gerne hinzu, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily Deal der Quest, sämtliche AppLab-Neuveröffentlichungen und einfach nur quatschen kann man natürlich auch. Ich würde mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Ja, dann hier zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos, stöbert dann auch gerne durch, viel Spaß damit. Dann danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Video. Ihr wisst schon, schönen Abend, schöne Woche, euer Sascha.